Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, viel versprochen heute am Samstag. Wir müssen ja noch eine Folge nachholen. So, ich dachte gerade, der Ratzibur wäre jetzt schon groß geworden, aber kann ja gar nicht so schnell sein. So, wir müssen erstmal was essen. Der Ratzimir ist schon am Verhungern. Ich habe noch Kohlsuppe hergestellt. Anscheinend haben die irgendwas mit 30, was hatten, 37 waren es, glaube ich, ne? Scheinen gereicht zu haben. Ich hoffe, das reicht jetzt für den letzten Tag. Ich habe noch einen Fertigkeitspunkt bekommen. Gucken wir doch mal. Ja, Kochexperte. Effekte. Aha. Würde ich ja eher hier nehmen, weil wir noch relativ viel kochen im Moment. Dann bin ich schneller fertig damit. Ansonsten, nee, komm. Wir machen bei Kochen rein. Dann bin ich nämlich schneller fertig. Ja, was ich noch sagen wollte zu der Kohlsuppe, anscheinend scheinen die irgendwas, 37, genau, 37 sagte ich gerade, scheinen gereicht zu haben. Die Essensanzeige ist noch nicht an. Würde ich sagen, schmeiß mal die neuen direkt mal rein. Oh, ist aber... Ah, hier, guck mal. Die Pilze haben uns den Arsch gerettet. 12 Pilze noch drin. Aber keine Kohlsuppe mehr. Dementsprechend, ja... Schmeißen wir die Kohlsuppe doch mal direkt wieder rein. Jetzt habe ich gar nicht gezählt, wie viel haben wir denn diesmal. War aber, glaube ich, nicht so viel. 7, 13, 18, 21, oh ja, 25. Eine habe ich gegessen. Waren eigentlich bei 26, der Kohl kann rüber. Etwas weniger. Wahrscheinlich wird dann diesmal die Essensanzeige angehen. Ich konnte aber auch nicht mehr herstellen, weil kein Fleisch mehr da war. Das heißt, wir sollten mal ins Management gehen, bei Jagd, Jagdhütte. Mal Luki, Luki. Wir haben keine, schon keine Messer mehr. Verdammt. Schnell, bevor die gleich anfangen zu arbeiten. Deswegen so, ja, daran hat es gelegen. Woran hat es gelegen? Ja, man weiß es nicht, ne? Woran hat es gelegen? Hier wollte ich gucken. Kupfer... Messer, 2 Barren und Stöcke. Ja, Stöcke habe ich noch im Inventar. Müssen wir mal eben schnell gucken. Luki Luki Mann, haben wir noch Kupferbarren. Das wäre jetzt sehr schön. Kupfererz haben wir noch 1. Mist. Keine Kupferbarren mehr. Ja. Ich muss unbedingt nochmal Kupfer holen gehen. Da machen wir jetzt aus Stein. Wir gucken aber nochmal schnell. Beim Schmied hier, ne? Nicht, dass da noch Kupfer... Ne, auch nicht. Ja, verdammt, ey. Hat er schon alles durchgeballert. Steinmesser da. Müssen wir schnell herstellen. Bevor kein Fleisch gleich reinkütt. Die 4 Stück sollten ja wohl reichen. Erstmal zumindest. Oh, dann weiß ich schon, was ich in dem Offscreen mache. Ah, scheiße, eigentlich müsste ich auch Suppe herstellen, ne? Nee. Ja, eigentlich müssen wir auch zur Mine, ne? Wir haben kein Kupfer mehr. Verdammt, ey. Ja, vielleicht gehen wir in der nächsten Folge da mal zusammen hin und machen schon zusammen... Oh, Brennholz ist... Oh. Stimmt, wir haben ja schon den Herbst durch. Das Brennholz ist wieder runtergegangen, weil die mehr brauchen. Die kann ich so lange rüber tun. Nee. Das bleibt da. Die Steine sind übrig. Steinmesser schnell rein. Die 3 Stöcke noch. Ja. Nee, mehr ist es nicht. Haben wir denn noch Holzstämme übrig? Dann könnten wir direkt Brennholz herstellen. Ja, haben wir noch. 6 Stück. Wir lassen mal einen drinnen, damit die noch irgendwas herstellen können. So, noch keine 8 Uhr. Das heißt, wir haben auch keine... Nichts von der Fleischproduktion verpasst. Keine Einbußen. Sehr gut. Nee, verkehrt. Da möchte ich hin. Nochmal schnell ein bisschen Brennholz hergestellt. Und ich war auch noch anders fleißig gewesen im Offscreen. Ich habe noch ein paar Bretter hergestellt. Das heißt, wir können heute mal die Hütten da noch erweitern. Das heißt, die werden dann noch weniger Brennholz fressen. Das ist auch sehr gut. Zurück, Brennholz hier rein. Sonst kommen wir nicht so weit. Und dann gehen wir doch mal zur ersten Hütte direkt. Hier, da. Da ist sie. So, mal eben Luki Luki machen. Wer hat denn hier nochmal gewohnt? Wo muss ich denn den Sohn da auch reinmachen? Manomia, Jarmo, Nira und Dropo. Was? Dobrava?
Ja, sollte ich mir merken können. Dann machen wir den mal schnell ein neues Dach. Oh ja, wird Zeit. Drei dicke Löcher. Ja, nicht, dass der Kleine hier noch im Winter jetzt zugeschneit wird. Kein Wunder, dass ihr so viel Brennholz braucht. Dann würde ich sagen. Ach, stimmt, guck mal, da ist noch ein Holzstamm. Hallo, ich hätte den gern. Hab ich ja gar nicht mitbekommen, dass da auch noch einer drauf ist. Ich hätte den gern. Da kommen wir nicht dran. Ich Doofkopf. Oh ja. Da habe ich mich wohl selber verarscht. Das ist von dem Dach. Okay. Hat keiner gesehen. Das löschen wir. So. Zerstören wollen wir. Und zwar das Dach. Oh, jetzt trifft er nicht. So. Dach. 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 Wir wollen bauen. Ein schönes Dach. Dach mit Holzschindeln. Das wollen wir machen. Also, jetzt hätten wir auch die Bretter aufheben sollen, sonst kommen wir nicht so weit. Zap. Schon alles parat gelegt. Ach, shit. Oh, jetzt haben wir gerade die Holzstämme verballert. Gar nicht dran gedacht, ey. Mal gucken, hoffentlich sind da schon wieder neue auf Lager. Wir schmettern erstmal die. Beim Schmettern, ne? Wir hämmern erstmal die Bretter hier rein. Geht ja relativ zügig. So, dann hoffe ich, dass unsere Holzfäller schon fleißig waren und hier neue Stämme. Ja, gut, wir brauchen ja auch 8, ne? Das andere Haus wollen wir ja auch noch machen. Wir wollen ja ein bisschen Brennholz einsparen für den Winter. Hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass wir ja noch Holzstämme brauchen, ey. Dann hätte ich natürlich auch noch vorbereitet. So, und stimmt, der letzte Herbsttag, ne? Wir müssen dann nochmal die Felder kontrollieren, ob da auch alles funktioniert hat. So, da müssen wir lang. Da ist das Lager. Aber hoffentlich sind da jetzt 4 Holzstämme drin. Holzstamm, ja, 2. Mist, ja, nützt alles nichts. Dann müssen wir eben hier nochmal. Ja, wir gehen ein bisschen außerhalb, bevor die nächsten Stämme wieder auf den Dächern landen. Mal eben schnell. Ja, was brauchen wir denn jetzt? 8 Stämme holen. Das sind schon mal 3, 4, 6. Uff. Und dann haben wir hier 8. Dann haut das auch wieder hin. Bin ich jetzt richtig? Hier, ja, 8 Stück, ja. Haut hin. So, dann machen wir den schon mal zu Kleinholz hier. Ja, damit. Na, komm, heb auf, Ratzimir. Wir haben nicht ewig Zeit. Die Leute wollen wieder ein Dach über dem Kopf haben. So. Und den hier noch. Dann haben wir wieder 8 Stück. Eins. Na, zwei. Drei. Hämmerchen wieder ausgewählt. So, schnell zurück. Zum. 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 Interessant, dass sie immer noch hier steht. Ist gar nicht abgehauen. Jetzt muss man die wieder neu zuordnen, ne? Ja. Dann machen wir das doch mal schnell. Was ist denn, wenn ich das. Ah, guck mal hier. Ja, möchte ich. Das ist sehr schön. Direkt die ganze Familie drin. Der Kleine an oberster Front. So, dann sind die wieder. Ja. Haben die wieder ein Dach über den Kopf und ein vernünftiges Dach. Dann machen wir das direkt hier nebenan auch. Bevor die Nachbarn sich noch beschweren. Wir wollen ja hier keinen Nachbarschaftsstreit haben. Da müssen wir hin, zerstören. Also Moment, wer war hier? Subirat, Dagmara und Manfred. Der Manni, hier wohnt der Manni. Den wir letzte Folge noch gesehen haben. Mit der Schnupfnase. Wir müssen hier die Hände desinfizieren, wenn wir hier fertig sind. Nicht, dass wir uns noch anstecken. So. Dach mit Schindeln hier, überall noch schnell. Zap. Und dann die Bretter noch aufheben. Da sind sie. Ja, damit. Gehen wir mal rein, machen wir von drin. Dann haben wir endlich, das habe ich auch schon vor ein paar Folgen mal gesagt, dass die Dächer hier noch aktualisiert oder ja, verbessert werden müssen. Haben wir das auch endlich mal erledigt. Dann kann sich auch keiner mehr beschweren, dass er kein schönes Haus hat. Okay, außer mal abgesehen von den Kalksteinwänden.
dass sie nicht alle verputzt sind. Wir könnten ja nochmal gucken, ne? Wie viel Kalk. Ah, apropos, ne? Können wir direkt mal gucken, ob die noch Spitzhacken haben. Aber müsste ja theoretisch. Ich meine, wir hatten zu. Ja, vor ein paar Folgen. Nein, ist der Hammer kaputt. Vor ein paar Folgen erst welche gemacht. Ach, wir haben noch einen Holzstamm übrig. Ah ja, stimmt, ja, haben wir übrig, weil, ja. Okay, dann müssen wir gleich noch einen Holzstamm aus dem Lager holen. Nützt ja alles nichts. So. Genau, dann können wir direkt mal gucken, ob auch die Spitzhacken noch im Lager sind. Wenn wir dann den einen Holzstamm holen. So, komm, drei Bretter noch. Zwei, eins, zapp. Schnell rüber. Ah, genau, dann könnte man theoretisch auch den Kalkstein direkt mitnehmen, ne? Können wir schon einmal hier hinlaufen. So, ach hier, Bronzespitzhacke, immer noch zwei drin. Okay, das heißt, die sind noch fleißig. Dung ist auch noch gut auf Lager. Sehr schön, dann müssen wir nämlich gleich bei den Feldern nochmal Luki-Luki machen. So, die Stöcke noch rüber. So, ein Holzstamm bitte. Nein. Doch, da. Ich war nur an der falschen Reihe, so. Und hier den Kalkstein, genau, haben wir ja gerade gesagt. 17 Stück, zwar nicht ganz so viel, aber besser wie nichts. Dann gehen wir mal eben auf Verputzen. Wo waren wir dran? Hier bei dem Haus waren wir dran, ne? Ja, waren wir dran. Komm, dann hämmern wir hier eben den Kalkstein noch rein. Zap, eine Seite fertig. Die kriegen wir nicht ganz fertig, aber egal. Ist ja nicht so schlimm. So, dann wieder aufbauen. Schnell zu den Nachbarn rüber. Und fertig. So, dann schmeißen wir hier die nächste Familie rein. Zap. So, da wird schon jemand sauer. Ganze Familie da rein, jawohl. Sehr schön. Haben wir das auch schon erledigt. Also ein bisschen Kalkstein gemacht, die Dächer aktualisiert, den Jäger wieder Messer gemacht, dass der auch zurechtkommt. Und dann gehen wir mal eben auf dem Feld gucken, wie es da aussieht. Ob er alles geschafft hat. Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ja, Roggen ist auch schon drauf. Perfekto. Das Feld hat man, glaube ich, auch schon eingestellt gehabt, ne? Aber, na ne, kämpfen wollte ich nicht. Im Herbst konnte man ja nichts mehr hier machen, ne? Karotten, alles hat ein X, okay. Da müssen wir warten, aber das Feld ist schon mal fertig. Ja, sehr schön. Dann. Stimmt, ach stimmt, ja genau, hatten wir ja. Wir hatten ja einen Nachwuchs gehabt, wo ich ihn gerade da sehe. Hallöchen. Kleiner Mann oder kleine Frau, was war's denn? Eine Sie. So, der Trug hat auch noch Futter, sehr gut. Passt, wackelt, hat Luft. Und mal kurz überlegen. Ja, dann haben wir eigentlich für den Herbst alles erledigt, ne? Die wichtigsten Sachen. Felder sind ready. Wir haben noch ein bisschen was für den Winter getan, was den Brennholzbedarf angeht. Wir haben weiter verputzt, die Dächer gemacht. Ja, mehr können wir im Moment nicht machen für den nächsten Winter. Wir können auch mal eben noch einen Schluck trinken gehen. Hungern muss der Razimir nachher wieder, bis die nächste Jahreszeit ist, aber verdursten muss er nicht. Wenigstens etwas, ne? So. Das erledige ich ja, dann werde ich kurz überlegen. Ja, werde ich nachher eine Bronze, oder was heißt nachher? Wir kommen auf Uhr, 14 Minuten um. Reynolds müsste ich theoretisch ein bisschen machen. Ja, und Kupfer holen, ne? Und wie sieht es mit dem Zinn aus? Müssen wir auch mal nachgucken, haben wir gar nicht drauf geachtet eben. Also Bronzebarren haben wir noch. Ich hätte auch Bronzemesser herstellen können, ne? Fällt mir gerade mal einer, egal. So, davon nehmen wir auf jeden Fall mal eine mit. Ich hoffe, die reicht. Sonst muss ich mir halt noch eine Steinspitzhacke dann später herstellen. Ansonsten ist auch hier nichts mehr drin, was wir jetzt nicht mittragen müssten. Das passt. Ansonsten, kurz überlegen. Kupferachse ist drin, passt. Ah ja, genau, wir wollten
Zinn haben wir gesagt. Zinn gucken. Zinn, Zinn, Zinn. Zinnerz ist ein bisschen, okay. Nicht die Welt, aber immerhin etwas. Konnten. Ne, Bronze konnten wir, ne? Ah, genau, wir hätten noch andere Sachen freischalten müssen. Denn dann sollte ich gucken, dass ich Zinn und Kupfer abbaue. Dann können wir direkt die Bronze-Sachen machen, ne? Das macht doch, glaube ich, mehr Sinn. Würde ich sagen. Was haben wir denn? Wir sind noch relativ früh am Tag. Aufnahme ist aber schon weiter. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach die zweite noch mit. Komm. Stecken wir ein. Gucken mal schnell. Gewinnung. Ja, Grabungsschuppen. Ja, ach, guck mal, die hält noch. Die hält noch. Passt. Okay. Dann können wir die beide mitnehmen. Falls die eine jetzt kaputt geht in der Zeit. Ich meine, ich habe ja auch nur bis Mitternacht Zeit und dann wären wir ja wieder zurück ins Dorf geportet. Dann laufen wir doch mal zur Mine. Ich glaube, zusammen abgebaut haben wir auch noch gar nichts, ne? Ich markiere mir das mal eben. Da war sie. In die Richtung müssen wir. Aber ich könnte es jetzt gar nicht mehr sagen. Haben wir schon mal zusammen was abgebaut? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein, dass wir es einmal gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall dann schon ein paar Folgen her. Dementsprechend, ja, ein bisschen können wir auch noch zusammen abbauen dann. Ja, Kohlsuppe. Oh, ich müsste auch noch Kohlsuppe dann gleich machen, ne? Für den nächsten Tag. Brennholz auch. Oh, ey. Ja, es steht ein bisschen was auf der Agenda, ne? Dann ist die Frage. Ja. Ja. Nee, ich mache erst Mine, bis ich zurückgeportet werde. Und dann starten wir wahrscheinlich mit der nächsten Folge ein bisschen später in den Tag hier. Dann werde ich erst noch ein bisschen Brennholz und Suppe herstellen und dann werden wir den Tag hier gemeinsam anfangen. Ach, wieso gucke ich schon auf die Karte? Ich habe doch angemacht. Ja, so werden wir es wohl machen müssen. Geht ja nicht anders. Wir brauchen da Nachschub und dann werde ich halt Brennholz und Kohlsuppe anders machen am nächsten Tag. Geht ja nicht anders. Wir brauchen den ganzen Krempel. Und die Mine dauert auch noch, bis wir die herstellen können. Also müssen wir was abbauen gehen. Geht ja nicht anders. So, und dann könnten wir im Winter da mal schauen, ob vielleicht mal eine Person wieder aus der Mutterschaft zurückkommt, dass wir wieder jemanden haben zum Arbeiten. So, keine Bären da. Ah, da vorne. Dann gehen wir hier schnell runter. Gucken, ob wir bei den Fässern, ja, da können wir noch was abstauben. Zinnerz, genau, das brauchen wir. Sehr schön. Ein Kupfer und, nee. So, nochmal Zinnerz. Ja, sauber. Genau das, was wir brauchen. Oh, habe ich eigentlich Fackel? Ja, Fackel ist gut, okay. So, und hier haben wir schon Creme. Ja. Man sollte sie auch zuweisen, sonst wird man nicht so weit kommen. Mit bloßen Händen wird ein bisschen lange dauern. Da machen wir mal die Fackel an, dann seht ihr mehr. Obwohl das jetzt gerade eigentlich mehr blendet. Lass ich mal aus. So, Kupfer haben wir bekommen. Was haben wir hier? Zinn. Sehr schön. Oh, guck mal, oh, die Bronze, die geht ja kaum kaputt im Gegensatz zu der Steinaxt. Da werden wir noch einiges mit abbauen können. Ich glaube nicht, dass ich die zweite brauchen werde. Ja, nice. Sehr schön. Wahrscheinlich werden wir dann schon gleich überladen sein. Aber egal. Soll uns nicht stören. Wir können das ja rausschmeißen und später wieder alles zusammen aufheben. So, dann arbeiten wir uns einfach mal runter, würde ich sagen. Kloppen hier ein bisschen den Kram ab. Gut ist ja, dass die Bären nicht in die Höhle reinlaufen. Sonst hätte man hier noch ein Dilemma in der Höhle. Das wäre auch nicht so toll. Das war Salz. So, hier kommen die nächsten Sachen. Ja, guck mal, die Steinaxt wäre jetzt schon wahrscheinlich halb kaputt gewesen. Wenn nicht sogar noch weiter. Und wir sind auch schon gut überladen. Ja, die Bronze hält schon echt gut, muss man sagen. Die hält schon deutlich länger. Das heißt, ich kann echt viel abbauen. Das ist gut. Sogar sehr gut. Dann können wir noch ganz viel herstellen später. So, hier nehmen wir alles mit. Alles unseres. Steht überall unser Name drauf.
Ist schon alles reserviert. So, ich würde sagen, die Kupferader noch und dann können wir uns nicht mehr bewegen. So, ja. Jetzt sind wir full. Dann schmeißen wir schon mal die ersten Sachen raus. Und das Zinnerz. Zap, zap, zap. Ja, fallt nicht so weit auseinander. Ich muss euch nachher alle wieder aufheben. Da dürft ihr nicht so weit auseinander liegen. So. Nichts vergessen? Nein. Sehr gut. Dann machen wir hier die nächste Zinnader. Und da haben wir alles abgearbeitet. Dann nehmen wir hier noch was. Apropos das Salz, ne? Salz hatten wir jetzt da oben ja auch schon gehabt. Wird das eigentlich mittlerweile noch wichtig in dem Spiel? Weil bisher habe ich das eigentlich immer als, ja, relativ unwichtig empfunden. Ich wüsste jetzt nicht, wofür man das unbedingt notwendigerweise brauchen würde. Außer es hat sich da irgendwie was geändert. Dann könntet ihr das ja eventuell mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ganz nett. Dann wüsste ich, ob ich demnächst auch mal ein bisschen, ne, das ist wieder Salz, genau, Salz abarbeiten soll. Aber ich wüsste jetzt echt nichts Zwingendes, wofür man Salz brauchen würde. So, hier rum. Ah ne, da sind wir ja hergekommen. Okay. Dann geht's hier weiter runter. Ah ne, hier ist noch Kupfer. Dann haben die die. Oh, die Essensanzeige ist an. Genau das, was ich gesagt habe. Diesmal wird es wohl nicht komplett reichen. Hier war doch sonst immer. Bin ich jetzt doof? Ja. Wir sind in der Mine, wo wir sonst immer reingegangen sind. Aber hier war doch sonst immer ein Kreis gewesen. Na, hier die Stelle, das war doch ein Kreis. Haben sie umgeändert. Fällt mir jetzt erst auf. Dabei war ich schon ein paar Mal hier. Jetzt gerade hat es erst Klick gemacht. Auch nicht schlecht. So, da noch und hier noch. Ja, guck ich mal auf die Uhr. Ja, wir haben jetzt gleich 23 Minuten um. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug zusammen abgebaut. Dementsprechend, ich bin raus. Euer Nobody. Ciao, ciao. Und ich habe es fast vergessen, noch einen schönen Samstag und Sonntag. Ne? Habt ein schönes Wochenende. Da wollte ich ja dran denken. Mir fällt es gerade noch ein. Also nochmal, ich bin raus. Euer Nobody. Ciao, ciao.